So Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Gameplay hier auf meinem Kanal. Wir starten heute zusammen die kostenlose Demo von Shadows of Kepler. Gibt's aktuell bei Steam, ist ein Sci-Fi-Horror-Survival mit ja, RPG-Elementen. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Wir starten direkt rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. My name is Cooper. This is a message for all the human survivors. Not even in my worst nightmares, I could predict something so horrible and terrifying. If I could change. But now, everyone is. What the fuck is going on? My hands. Something's wrong. So. Also sind jetzt hier auf diesem Raumschiff aufgewacht. Soweit ich... Oh, was war das? Soweit ich weiß, ist dieser Kepler ist natürlich der Planet und wir sind jetzt hier noch auf diesem Raumschiff. Erinnert mich so ein bisschen an die Event Horizon. So ein bisschen. Ich kann leider nicht großartig was einstellen am Sound. Ich hoffe, dass meine Stimme laut genug ist, der Rest auch passt. Man kann aktuell lediglich Grafik einstellen. Boah. Hinlegen, drüber gucken, nee. Wo ruckelt? Will ich da schon runter? Ich glaube nicht. Wir gehen erstmal hier weiter, wo dieses Viech rumgelaufen ist. Can't see shit. Need a flashlight. Flashlight? Oha, gar nicht gesehen. Das ist eine tolle Taschenlampe. Jetzt sieht er wesentlich mehr. Oha, hier, hier der Arme. Es geht hier. Kann man hier machen? Ich gucke erstmal nach unserem Kollegen hier.
Ich können wir den retten? Nee, können wir nicht. Der ist eh schon nur noch halber. Der ist schon auseinandergefallen. Schraubenzieher. Warte mal. Okay, E ist ganz normal Inventory. Power Panel. If I could pull this thing out. I need something to pull this off. Warte mal. Geht damit? Oh, hi, yeah. Gut. Ob ich da jetzt mit so einem Schraubendreher stechen würde direkt. Wie steht die Tür jetzt auf? Oh. Ach du Scheiße. Das Schiff zu finden. Okay. Warte mal, aber warum konnte ich denn jetzt nicht rennen? Das geht doch. Aber auch krass zäh im Laufen. Oh. Ich muss mal die Maus. Oh, ich habe die Maus ein bisschen runtergestellt. Geht hier. Okay, also man kann schon schön alles ein bisschen durchsuchen. Medicine. Einmal Medizin. Medicine can be combined to heal. Okay. Elektro? Okay, can combine to build another parts. Was haben wir hier noch? Vacuum Box. Shotgun Laser Shells. Cool. Jetzt gibt es hier nichts. Oh. Perfekt. Schönes Teil. Lass mal sehen. Laser Mode activated. Welcome, Sergeant Cooper. That's what I call motherfucking shotgun. Laser Mode activated. 3 Schuss. Classical. Alles Musik. Okay, brauchen wir nicht. Was geht hier? Lass mal kurz gucken. Ja, ich kann es Inventar nicht öffnen. Warum geht's nicht? Okay, hier geht soweit nichts mehr. Hier waren wir schon, ja, ne? Alles durchgecheckt. Okay, Mrs. Squidward.
Now it's my turn. Oh Mann. Was denn das für ein Duke Nukem-Verschnitt? Kann ich hier runter? Warte mal, hier war doch ein E, oder? Aber ich gehe nochmal zurück. What the hell is that human? Oh no. Whoa. Oh, this is getting ugly. Ist noch einer? Was noch irgendwas? Okay, der haut seinen Kopf da an. Nichts zum Scannen, ne? Ach, der scannt es mit den Fingern. Wow. Da will keiner durch. Hier wird es weitergehen. Der Typ hat auch keinen Bock. Dürfen nicht vergessen, dass wir da hinten hätten runtergekonnt. Aber ich glaube. Ne, hier geht's nämlich auch nicht weiter. Oh. Hab ich die jetzt genommen? Ja. Laser Mode activated. Geräuschkulisse ist schon mal sehr gut. Ich komme nicht mehr zurück. Scheiße. Hätte ich doch erst runtergehen sollen, ne? Der hat keinen Bock. Denn hier drin? Hä? Warte mal. Das ist der einzige, den ich scannen kann hier. Warum geht's denn bei dem nicht? Oder bei dem hier? Ich jetzt schon. Jetzt ist die Tür auf einmal auf. Bin ich blöd? Nehmen wir sie doch zu. Okay, jetzt gehen wir da runter. Wie kommen wir nicht lang? Da kommen wir auch nicht lang. Oh. Ah, man merkt, dass es noch eine Demo ist. Bisschen buggy hin und her, aber ist nicht schlimm. Hat so ein bisschen was von Event Horizon oder die Alien-Teile oder sowas. Scheiße. Okay, ich glaube, wenn wir hier reingehen. Shotgun Fire Shells. Wieder andere? Shotgun press F mode. Fire mode activated. Laser mode activated. Fire mode activated. Mhm.
Fire mode activated. Laser mode activated. Frage, was für was besser ist, gell? Ich stehe noch nicht so ganz. Gehen die Türen alle nur auf, wenn sie aufgehen müssen, oder kann ich generell in die Türen, oder ist das jetzt gerade so ein bisschen verbuggt? Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Das ist ein bisschen arg zerstört hier. Ist das? Trinken. Also hier gibt es. Nicht besonders viel, ne? Lock, okay. Ich will jetzt auch nicht meine Munition verblempern, um zu testen, ob ich da durchschießen kann. Kommt man hier wieder hoch? Scheiße. Krasses Teil. Ich probiere es hier nochmal. Auch nichts gebracht, gell? Ich verblimpe nur meine ganze Munition. Laser mode activated. Wie geht's denn hier weiter? Aber eben war doch schon wieder. Also das mit dem Herz geht's. Toll. Können nur hier lang. Aber wir haben jetzt. Das geht immer noch nicht. Wir haben jetzt noch nichts gefunden, außer diese blöde Munition. Slot. Gotta find a way to go through. Die Frage, mache ich damit die Tür kaputt? Wir probieren das aus. Außer, dass der jetzt wieder keine Munition hat gleich. Wie geht es denn hier? Wie geht es denn jetzt hier weiter? Ja.
toll, ey. Meistens ist es ja so, dass man zwar so Risse und so eine Scheibe sieht, ne, aber dann doch nicht kaputt machen kann. Ich dachte jetzt, das war's. Hat ja einen coolen Anzug hier. Scheiße. Kann man die zumachen? Ist ein Rucksack, mit dem ich nichts machen kann. Ist das hier? Bringt mir auch nichts. Inventory not working, okay. Der sieht ein bisschen größer aus als der andere. Wenn da jetzt noch was ist. Bin ich zudem auch noch ordentlich lost, gell? Und ohne Munition. Oha. Uniform, cool. Oh, hier ist Munition, gut. Laser Mode activated. Laser Mode activated. Zu viel vergeudet. Was geht hier? Denn? Kann ich nicht nehmen. Ist das eine Lampe? Ich brauche mal mehr Munition hier. Ich hätte die halt nicht komplett verbrauchen dürfen davon, aber wo soll ich das wissen, ey? Wir haben so einen krassen Wumms, die Munitionstypen hier. Hier was? Nicht wirklich, ne? Hier geht's hoch. Hier geht's runter. Noch weiter runter. Zuerst mal hier oben lang. Vielleicht kommen wir hier. Ja, ich wusste, es ist nämlich dieser Raum. Was geht da? Alles voll mit Viechern hier. Da ist einer, da ist auch einer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Hier ist die Key. Oh, warte. Okay, das ist... Okay. Fire Mode activated. Kurz nachladen. Fire Mode activated. Ich habe nur 2 Schuss. Das ist mega erbärmlich. Es ist mega dunkel. Also wahrscheinlich bei euch noch dunkler dann, wenn ihr das seht, aber okay. Ich gehe hier zurück. Weil du kurz gucken, was hier geht. Komme ich aber nicht mehr hoch. Und jetzt ist dieses komische Zeug hier überall. Genau, das war, wo wir von waren. Okay. Ich dachte, hä? Was war das eben da? Jetzt auf einmal raus. Okay, hier gibt es wirklich leider nicht mehr. Krass, er hat's nochmal geladen einfach. Fire Mode activated. Okay, jetzt könnte man sich hier die Taschen voll machen, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ah, es ruckelt leider noch hier und da sehr oft. Okay, wir haben die Keycard. Ist garantiert für hier. Ne, Moment. Hier kamen wir ja her. Hier? Was ist denn hier? Also von der Animation her, was das angeht, schon krass. Ich nehme mal. Kann ich das denn nehmen? Das hier? Ah, warte mal. So dann.
nicht so richtig, wie ich das nehmen soll. Laser Mode activated. Fire Mode activated. Sergeant Cooper, proceed to evacuation point. This is not a drill. Ist nichts mehr, gell? Hey, Bruder. Okay. Freunde, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Sonst wird die Folge zu lang. Ich wusste jetzt selber nicht, wie lange die Demo geht, aber ich denke mal länger als die halbe Stunde, die ich immer so anstrebe. Was haltet ihr von diesem Spiel? Also es macht einen krassen Eindruck. Diese Atmosphäre ist schon heftig. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Beziehungsweise ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Haut gerne mal einen Daumen nach oben raus, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.